Servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder mal unterwegs. Kann heute nicht so weit weg, eventuell kommt Besuch, daher schlage ich mich heute auch nur ins Lager. Ich habe den Schwiner mal wieder dabei, ich habe die polnische Zeltbahn dabei, ich habe einen Blaschpalatka dabei und ja, da spanne ich einmal alles ein bisschen auf. Mal schauen, wie das ist und ja, jetzt gehen wir mal los und lassen uns überraschen. Los geht's. Ja, schaut gut aus. Bisschen was dürfte abgebrochen sein, aber halb so wild hier. Passt. Ja, jetzt machen wir sich mal gemütlich. Ist wieder warm geworden, natürlich auch vom Aufstieg. Und werden wir mal auspacken. Wie gesagt, ich habe die polnische Zeltbahn dabei. Die will ich mir mal aufschlagen, weil eventuell mache ich auch einmal eine Übernachtung damit hier heroben. Habe auch die Decke dabei. Ah, die werde ich heute nicht brauchen, aber was man hat, hat man. Ja gut, aber ich baue jetzt einmal auf, muss einmal schauen, wo ich die jetzt am besten, ich schätze, da hinten werde ich sie jetzt platzieren. Und wenn alles fertig ist, schalte ich wieder ein. So, ich habe hier mal etwas aufgebaut. Ich habe hier meine polnische Zeltbahn. Die habe ich mit zwei Stecken vorne noch gekreuzt. Habe sie oben in der Mitte angebunden und weggespannt, damit es von allein steht. Die Heringe rundherum. Hier habe ich noch meinen Blaschpalatka. Das ist eigentlich der Regenschutz von den Russen von damals. Kann man auch als Kapuze aufsetzen. Zeige ich euch dann vielleicht später noch. Ja, das Teil ist haarneu. Danke noch einmal an den Bastian dafür. Ich habe auch noch ein zweites von dem Thorsten. Auch dir danke, Thorsten. Bin ja ausgerüstet wie ein Großwildjäger schon fast. Ja, wie gesagt, habe hier das eine mal quasi als Sichtschutz abgespannt. Könnte hier drinnen quasi dann liegen. Könnte hier noch die ganze Ausrüstung drunter geben. Wäre alles geschützt. Ja, jetzt zeige ich euch einmal das Ganze noch aus der Nähe. Da hier die polnische Zeltbahn, quasi das halbe Tipi, wo man hier schön geräumig Platz hat. Ich habe auch auf den Enden Schnüre montiert, also Paracord, damit ich nicht so am Boden unten bin. Hier kann man jetzt die beiden Träger erkennen, die ich verknüpft habe. Hier oben noch ein kleines Stück Holz hinein zusammengeknüpft, dass es hält. Und hier drüben die Blaschpalatka. Zeige ich euch jetzt gleich noch einmal von der anderen Seite. Und hier einfach den Blaschpalatka eingeknüpft. Oben mit der Schnur durch, dort oben angehängt, damit wir hier eine kleine Überlappung haben, falls es regnen sollte. Kann man natürlich noch viel weiter machen. Unten mit einem Hering befestigt, auch hier mit einem Hering und oben habe ich die Schnur einfach durchgezogen und abgespannt. Ja Freunde, das Teil ist wirklich haarneu. Das sind diese
Dongeln oder wie sich die nennen, zum Verknüpfen. Das ist alles Armeeware, wurde noch nie gebraucht. Ja, hier meine polnische Zeltbahn, Baujahr 78. Und hier nun der Stempel von den Blaszpalatka. Wobei ich nicht weiß, ist das jetzt Baujahr 76 oder ist das 67? Kann ich jetzt leider nicht herauslesen. Aber die Maße sind 180 mal 180. Ja, ich habe den jetzt hier mal ein bisschen angehängt. Wenn man genau schaut, sieht man hier den Halbkreis. Das ist dann quasi eigentlich das Teil, was um die Schulter kommt. Und hier haben wir auch noch eine Schnur umlaufend, wo wir das Ganze etwas zusammenziehen können und natürlich auch das um die Schultern. Ja, ich werde das Ganze jetzt einmal überstreifen und dann zeige ich euch das einmal. Ja, Freunde, so schaut das aus. Ja, ein bisschen ein Problem, weil ich das Mikrofon hier angesteckt habe. Diese Blaszpalatka haben eigentlich nur einen Arm, auf der anderen Seite nicht. Die waren also mit Gewehr quasi so im Anschlag. Warum auch nur eine, keine Ahnung. Und im Endeffekt gibt es ja auch noch die Kapuze. Die setzt man hier drüber. Und dann gibt es noch ein wichtiges Teil. Da mache ich aber nochmal schnell auf. Sonst hört man nur Rauschen am Mikrofon. Und zwar, klar, das Mittelteil hängt jetzt runter. Und die haben vier diese Öse hier in der Mitte, so einen Dongel, zeige ich euch, ich lese es dann auf, wo man das einhängt, damit das Teil nicht so hinunterhängt. So, ich habe das Teil jetzt einmal eingehängt, damit man sieht, wie das dann aussieht. Ja, Blaszpalatka, der Stefan von Survival Deutschland schwörte auf das Teil. Ja, passt natürlich sehr gut zur Trappausrüstung dazu. Ich werde es wahrscheinlich nie als Umhang verwenden, aber vielleicht zum Einpacken auf Lagerfeuer. Das ist schließlich Baumwollstoff, da kann nicht viel passieren, also wirklich pipifeinst. Und hier ein kurzer Blick, dass man sieht, wie das dann ausschaut. So wird das angehängt und hängt dann weiter oben und stört nicht beim Gehen. Ich muss sagen, die polnische Zeltbahn passt hier eigentlich recht gut herein. Könnte ich mir auch mal eine Übernachtung vorstellen. Ja, so sieht das aus, wenn man hereinliegt und ich habe ein Glück, es fängt gerade leicht zu regnen an. Ja, wenn wir mal schauen. Wie gesagt, wenn man hier vorne noch zumacht, sollte das ausreichen. Hinter einem die ganze Ausrüstung sollte langen. Werden wir sicher mal testen. 13.30 Uhr. Wir werden jetzt eine kleine Suppe wieder genehmigen. Naja, das sieht ja schon gut aus. Ja. Noch heiß, aber sehr gut. Na, es wird jetzt wieder ein bisschen kühler. Ja, ich glaube, ja, mein Wasser kocht. Jawohl. Na, der schaut doch einmal lecker aus. Und jetzt gibt es wieder einen Zucker vom Bit natürlich. Jo, Freunde, mein allererster Gruß gilt natürlich einmal wieder meinen ganzen Kranken und die nicht so auf dem Dampfer sind. Und der nächste Gruß geht an alle, die leider heute nicht raus können. In dem Sinn. Prost, Freunde, der ist für euch. Ja, das Wetter passt. Es sind natürlich etliche Spaziergänger unterwegs. Ich kann da drüben nur Stimmen vernehmen. Ja.
Ja, Freunde, ich kann euch nur sagen, einfach nur super. Das Herbstwetter gigantisch. Die Farbenpracht. Einfach nur top. Ja, Käfchen ist leer. Das war's einmal wieder. Ja, jetzt will ich schon langsam abbauen. Gehen wir's einmal an. Bauen wir mal die Zeltbahn ab. Ja, dann bauen wir es ganz einfach wieder ab. So, na. Ja, dann packen wir wieder den Rest zusammen. So, alles verschnürt. Ich will ja heute mehr Blätter aufbringen. Das schaut auf alle Fälle besser aus. Passt, gehen wir. Ja, Freunde, bevor ich jetzt aus dem Dickicht rauskomme, werde ich mich gleich verabschieden. Vielleicht sind da unten viele Leute. In dem Sinne wieder danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und in dem Sinne Servus die Mauern und pfiat euch die Wurm.